Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unseren Makedoniern und schauen hier gemeinsam nochmal auf das Diplomatiefenster von Persien, mit denen wir uns ja weiter im Krieg befinden. Unser Hauptgegner, so man Fug und Recht behaupten kann, Armeemoral gottgleich, um Gottes Willen, okay. Wir haben hier allerdings noch eine Option und das finde ich ganz interessant. Ich meine, unsere Strategie Persien gegenüber ist absolut erfolgreich bisher, wobei wir ehrlicherweise erst jetzt wirklich in persisches Gebiet eindringen. Bisher war das ja eher alles Gebiet Anatoliens. Und dementsprechend ist es vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, nochmal die Strategie zu überdenken. Moralzuwachs 15%, würde ich mal so verstehen. Also Armee-Moralzuwachs in Bezug auf Persien, Erfolgswahrscheinlichkeit 70%, kostet ein bisschen Gold und einiges an Wissen, was wir aber, glaube ich, ganz gut investieren können. Das werden wir mal machen. Der Versuch, die Moral zu erhöhen, war erfolglos. Schade. Okay, gut. Dann ist das so. Wir haben hier noch Armenien, da können wir es aber nicht machen und bei Ägypten, ehrlicherweise, da lohnt sich das nicht mehr. Wir sind hier auch zurück in Ägypten, denn hier können wir tatsächlich noch einige Einheiten bewegen. Das werden wir als nächstes nochmal machen. Was ich aber auch nochmal machen möchte, ist, schaut mal, die Ligurer sind noch bereit, Gold zu handeln. Und die haben jede Menge, fast 50 Gold. Und vielleicht sollten wir mal 4 Gold anfragen. Holz nehmen sie gerne. Und wir geben ihnen dafür 6 Holz im Gegenzug. Meinetwegen 15 Runden bis 10% Verlust. Gold können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Ansonsten, was so im Angebot ist, momentan auf dem Markt, ist für uns weniger relevant. So, hier hat Karthago zuletzt versucht, die letzte ägyptische Stadt zu erobern. Wir fangen aber sozusagen mal hinten an, würde ich sagen. Diese Einheit kann sich nochmal heilen. Ebenso diese. Und hier gibt es noch eine Armee hinter, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, ist aber eine Einheit Karthagos. So, hier unser General. Ja, überlegt immer noch, mit wem er es denn so hält. Ziehen wir ihn aber schon mal so ein kleines Stück wieder weiter. Gut, dann schauen wir mal hier. Hier haben wir die syrische Grenze. Ja, 73% können wir uns, glaube ich, leisten, da weiter zu marschieren. Die kommen dann nicht hin. Die kommen bis dort. Kämen bis hier. Bewegen wir dann mal hier hin. Damit ist es da tatsächlich auch schon geschlossen. Hier haben wir noch eine Einheit, die sich auch meines Wissens zuletzt verbessert hat. Oh, die hat 6 Bewegungspunkte. Wow. Die könnte hier die Stadt angreifen. Unseren General bringen wir mal hier hin. Der wird demnächst mal ein bisschen was für die Moral machen können. Weil die Einheiten. Ja, momentan ist die Moral gut. Aber die werden jetzt ein bisschen Versorgungsprobleme haben. Ja, und hier würde ich sagen, brauchen wir nicht lange Fackeln, sondern greifen dann jetzt die ägyptische Hauptstadt an hier. Und sind erfolgreich und damit ist auch Ägypten besiegt. Sehr, sehr gut. Und die Stadt gehört jetzt aber Karthago, das heißt, die müssen überlegen, was sie damit tun. Ja, und damit sind wir mit diesen Armeen tatsächlich hier am Ende angekommen. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, was tun wir? Also wir können ja über syrisches Gebiet nicht reisen. Das wäre, glaube ich, hier offene Grenzen. Ja, und wir können hier momentan auch nichts anfragen, außer die Annektierung nochmal. Das machen wir einfach nochmal. Wir bieten Ihnen nochmal die Annektierung an. Okay, ansonsten. Ah, dieses Schiff hat noch Bewegungspunkte, aber ich glaube, da ist auch nichts mehr. Dann bringen wir es hier hin, dass wir im Zweifel Einheiten
damit bewegen können. Und dann sollten wir vielleicht auch eines der Transportschiffe hier, und zwar das, welches jetzt gerade keine Einheit geladen hat, das ist diese Galeere. Auch die, das ist eine relativ lange Reise, hier runterbringen, dass wir die Einheiten im Zweifel sinnvoll verschieben können. Na, ich wollte nochmal auf den Krieger. Ich habe nämlich überlegt, diesen Krieger doch mitzunehmen. Denn, ja, was soll der da stehen? Ich glaube, die Stadt ist mittlerweile nicht in Gefahr. Von daher können wir uns auch mit dem noch weiter bewegen und dann kann der uns hier an der Front unterstützen. Günstige Chance. Ja, der steht aber relativ alleine, ist auch schon so ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, da sollten wir erstmal defensiv stehen bleiben. Okay, Sela wollten wir zerfallen lassen. Hier fehlt uns leider weiterhin etwas Stein zur Reparatur. Okay, dann beenden wir unsere Runde und schauen, was passiert und was die Kontrahenten machen. Ja, der Botschafter auf dem Weg zu den Ligurern. Einige Einheiten Karthagos ziehen sich zurück. Die können eigentlich durchaus ihre östliche Grenze weiter beschützen, aber gut. Haben natürlich dort noch auch genug Einheiten stehen. Einheiten Kolchis unterwegs. Ja, dann haben wir natürlich hier im Schwarzen Meer auch zuletzt erfolgreich unsere Seeschlachten geschlagen. Und es ist gut möglich, dass die Perser keine Schiffe mehr haben. Und vor allem eben auch keine Küstenstädte mehr. Denn diese Städte gehören entweder Kolchis oder eben Syrien. Und Persien hat, wenn ich das richtig sehe, keinen Zugang mehr zu für uns relevanten Gewässern. So, wenn sie die Demokratie erforscht, werden wir aber nicht einführen, denke ich. Die Beziehung zwischen einem Individuum und dem Staat veränderte sich erheblich im Laufe der Geschichte. Das Konzept einer Staatsbürgerschaft basiert auf der Beteiligung an Staatsangelegenheiten während der Ausübung von Rechten und Pflichten wie Militärdienst und Wahlen. So, dann können wir jetzt hier als nächstes die Bergsteiger machen. Wie schnell geht das? 5 Runden. Das würde 8 Runden dauern. Dann machen wir hier weiter bei ja, vollem Invest. Ja, leider hat hier der Gesandte wieder versagt in Syrien. Die Liguren haben aber das Handelsangebot akzeptiert. Und die Ligurer wollen jetzt, dass wir Frieden mit Persien schließen. Nein, das tut mir leid. Das geht nicht. Gut, dass unser Botschafter unterwegs ist. Die Beziehung muss mal wieder verbessert werden. Wir könnten einen nächsten Botschafter ernennen. Das brauchen wir aber nicht mehr. Und die Stadt Zela wurde jetzt aufgegeben. Der Einfluss von Karthago in Felsina wächst. Ja gut, das ist auch nicht schlimm. Hier wurde ein Heer nach langer Inaktivität aufgelöst und die Ausrüstung verkauft. Okay, das ist ein Heer, glaube ich, Karthagos. Der Einfluss von Makedonien in Karin wächst. Sehr gut. Oh, schaut mal, hier scheint es eine Stadt zu geben, die jetzt schon Stadtmauern hat. Wow. Ja, jetzt gibt es natürlich wieder ein paar Armeen, die... Entschuldigt.
Etwas Hunger leiden. Ja, hier 21%, das ist schon relevanter. Und 31%. Okay, und dann sind wir aber schon dran. So, hier werden wir mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. In Kolchis. Gehen wir als erstes mal unsere Botschafter durch. Ah, der kann hier nicht reingehen, weil es ist eine feindliche Einheit dort aufhält. Der Botschafter aus Persien, nun ja. Der soll wieder aufs Wasser gehen. Und dann haben wir hier tatsächlich schon alles gemacht. Ja, und jetzt ist ein bisschen die Frage. Einheiten auflösen. Ich meine, das kostet ja alles hier wirklich sehr, sehr viel. Wir haben einen General. Wir haben auch keinen Druck, ehrlicherweise, an der Stelle, uns da irgendwie Armeen auflösen zu müssen. Nee, ich glaube erstmal nicht. Wir wollen ja auch militärisch weiter überzeugen. So, du hast hier deine Farm gebaut, dann kannst du Gelände trockenlegen. Der Wagen ist hier angekommen. Das ist auch in Ordnung. Der Arbeiter hier hat den Weg abgeschlossen. Sehr gut. Damit ist das jetzt auch angeschlossen. Ja, und der Gedanke ist, dass wir jetzt vielleicht hier in unserem Kernland diesen Siedler nutzen, um bessere Straßen zu bauen. Und ja, ihr seht, es geht schon mal in diese Richtung. Kann der sich damit beschäftigen? So, bevor wir es vergessen, haben wir hier eine Einheit, die an Land gehen soll. Hier haben wir einen Siedler, der weiter Feld bauen soll. Dann schauen wir mal hier in den Norden. Du bist hier angekommen. Hier haben wir Waldflächen, hier ist Sumpf. Dann kannst du auch noch mal trockenlegen. Hier ist ansonsten soweit alles in Ordnung. Frage mich gerade, wo hier. Naja, hier könnten natürlich auch noch irgendwie persische Einheiten. Wer weiß, was es hier noch alles gibt. Gut. Wir wollten noch eine Stadt reparieren. Amida ist repariert. Es ging um die Stadt, die repariert wird, um diese hier. Dann haben wir sogar noch 30 Steine übrig. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns erstmal hier um diese Front. Hier haben wir noch zwei Einheiten, die erstmal heilen können. Unseren berittenen Axtkämpfer, den nehmen wir ruhig mit. Das ist jetzt nicht so ganz sein Terrain, aber das ist in Ordnung. Versorgung ist hier natürlich wirklich problematisch. Kein Nachschub, 57%. Haben wir hier noch hinterstehen? Zwei Hopliten. Du bist nicht Stadtmarodeur oder so, ne? Nee. Du? Ich meine auch nicht. Nee. Hier haben wir eine Einheit. Dann nehmen wir die mit. Wenn ich noch einen General irgendwo. Ja, wir hatten hier einen General, der mal wieder anspornen sollte, um die Moral hier wieder aufzubauen. Der hier auch. Ja, und hier ist der dritte. Den können wir mal mit zur Stadt nehmen.
Und der kann hier ein bisschen für Unruhe sorgen. Okay, viel gebracht. Hat es nicht. Dann haben wir noch die zwei Einheiten, die sich hier durchkämpfen. Die jetzt dann aber auch mittlerweile in gesichertem Gelände angekommen sind. Dann haben wir jetzt unseren Krieger, der hier auch noch sich durchs Gelände kämpft. Er muss ja auf keinem Feld stehen bleiben, wo er keine Versorgung hat. Okay, dann haben wir hier unsere Stadtmarodeure und jetzt kein Vorschlag. Na gut, aber dennoch angreifen. Ach, okay, der greift den Siedler zuerst an. Hat er noch einen Angriff? Jetzt hat er Blitzkrieg bekommen, sehr gut. Kann er dann nochmal angreifen? Keine Bewegungspunkte mehr, schade. Gute Aussichten. Gute Aussichten. Reicht uns das? Ich denke schon. Ja, tatsächlich. Sehr, sehr gut. Und auch diese Stadt müssen wir eigentlich halten und können das aber aufgrund der Steine auch wieder nicht. Eieieiei. Der Speerkämpfer bleibt erstmal stehen. Der General hatte angespornt, ne? Okay. Dann ist das erstmal in Ordnung. Dann sind wir hier fertig. Und dann ist jetzt die Frage, was machen wir hier in Ägypten? Ehrlicherweise können wir viel nicht machen. Die Frage ist, was passiert mit Syrien? Ich meine, am Ende des Tages ist das hier jetzt, ja, eigentlich überwiegend karthagisches Land. Fangen wir nochmal hier an, wo wir Einheiten haben, die Selbstheilung machen können. Ja, hier haben wir zwei Städte, zwei kleine. Ja, wir wollten ja die Stadt reparieren. Ich glaube, am Ende des Tages, ich meine, die Stadt gehört auch zu uns. Drei Städte haben wir hier. Reicht es, glaube ich, wenn wir zwei Einheiten hier lassen. Diese beiden Einheiten können sich irgendwo hier postieren. Und dann ist das in Ordnung. Und ausreichend. Wir schauen mal, die sind alle fit. Das ist sozusagen nur der General. Ja, hier muss Karthago sich kümmern. Dann würde ich sagen, gehen wir an die Küste. Schiffbewegungspunkte, ja, hat es. Bringen die dann. Wie bitte? Oh mein Gott. Die Flotte ist jetzt komplett verloren. Oh mein Gott, Pechsträhne. Stürmisches Wetter zieht vom Meer auf. Ein Schiffswrack wurde an die felsige Küste gespült. Aber es wurde kein Überlebender gefunden. Alle Güter wurden zerstört. Eine Schande. Oh mein Gott. Damit haben wir eine ganze Einheit hier verloren. Boah, das ist bitter. Und natürlich auch ein Schiff. Das Transportschiff ist hier auf dem Weg. Dann würde ich sagen, wir haben hier noch dieses Boot, was wir auch. Verbessern in zwei Runden. Für 5 Gold, 5 Holz, ja, das machen wir mal.
Wir haben hier noch ein Schiff. Und noch eine Bireme. Dann werden wir die hier auch noch hinbringen. Oh Gott, das war jetzt natürlich wirklich bitter. So, wenn wir schon mal hier sind, werden wir mit dem Arbeiter noch arbeiten, wer hätte es gedacht. Hier auf dem Grasland. Ja, dann können wir aber diese Einheiten eigentlich schon in Richtung Küste bewegen. Der General auch. Na komm. Ist unsere Mission hier erstmal abgeschlossen. Der war gerade erst aus dem Wasser gegangen. Hier haben wir noch einen Arbeiter, der untätig ist. Den schicken wir hier hin, um eine Farm zu bauen. Der andere ist hier beschäftigt. Ihr seid gerade erst ausgestiegen, ja. Aber die Schiffe hatten hier erfolgreich gekämpft. Ja, dann machen wir erstmal Selbstheilung. Hier, das Schiff ist tatsächlich fit. Ja, dann würde ich sagen, wir erforschen das hier nochmal. Gucken wir mal, ob wir noch ein persisches Schiff finden. Ich glaube ja nein. Aber es schadet nicht, da vorsichtig zu sein. Okay, jetzt haben wir einiges an Stein und viel auch an Gold übrig. Eine Sache, die ich mir gerne nochmal anschauen wollte, ist, ob wir in Pella vielleicht die Spezialisierung ändern können. Falker, okay. Pikeniere, berittene Krieger, Nahkampfkavallerie. Oh Gott, was es hier alles gibt. Ja, okay, müssen wir aber meiner Meinung nach nicht. Pikeniere sind gut. Da, die Phalangiten, doch. Danach hatte ich geschaut. Ja, das ist natürlich noch eine mächtige Einheit. Kostet auch zwei Stein, aber hier werden wir die Spezialisierung mal ändern. Das werden wir mal machen. So, dann würde ich die Steine ganz gerne sparen, obwohl wir natürlich auch schön eigentlich investieren könnten. Aber Zeugma müssen wir halten für unseren Fortschritt, meiner Meinung nach. Und deswegen werden wir das Gold einsparen. Wir schauen noch mal. Werden wir hier jetzt, nee, sehr bald angehört bei den Syrern. Bei den Ligurern werden wir bald angehört. Hier können wir ja mal neue Verträge anbieten. Annahme ist moderat, das ist in Ordnung. Ja, und jetzt ist die Frage. Thema Annexion geht momentan nicht. Kann derzeit nicht. Ah, es geht immer weiter zurück. Arthas bewundernd. Wie sieht's mit Hellas aus? Freundschaftlich. Die Samniten freundschaftlich. Ja, schwierig, schwieriges Thema. Ja, der kann nichts machen, weil er hier nicht reinkommt. Sollen wir ihn vielleicht erstmal in eine andere Stadt schicken? Ja, bringt aber nicht so viel. Gut, dann denke ich, haben wir alles getan und können die Runde erstmal beenden.
Natürlich sehen wir mittlerweile auch in den Zügen sehr, sehr viel von unseren Föderierten und Konföderierten. Den sucht er sich aus für den Angriff. Das ist interessant. Nicht besonders erfolgreich. Auch das weniger erfolgreich. Was ich mir jetzt frage, was ich nicht genau erkannt habe, ist, ob der da was abgeschnitten hat. An Versorgung, das wäre natürlich schlecht. So, der ist angekommen, das ist sehr gut. Das Transportschiff ist auch da. Sehr schön. Mit Kolchis haben wir Verträge geschlossen. Das ist gut. Ein Handelsangebot. Ein Geschenk aus Syrien. Sehe ich das richtig? 8 Runden lang wollen die uns das schenken. Das ist aber nur allzu nett. Oh, und Felsina ist jetzt eine karthagische Stadt, das ist ja interessant. Persien verleumdet uns weiter in Syrien, offensichtlich aber nicht besonders erfolgreich. Trechos ist jetzt in Ippo-Redia angekommen, unser Botschafter, sehr gut. Kann er da für uns arbeiten. So, Zeugma konnten wir nicht reparieren, deswegen geht hier auch die Bevölkerung zurück. Das war der Einfluss von Karthago und jetzt sehen wir nochmal wieder unsere Armeen, die hier Probleme haben. Oh, 38% ist schon relevanter. Die Speerkämpfer sind tatsächlich abgeschnitten worden und haben deswegen Verluste auch erlitten. Sehe ich das richtig? Naja, gut. Aber da haben wir wieder ein paar Einheiten, gegen die wir vorgehen können. So, bevor ich es jetzt vergesse, machen wir hier das Wichtigste. Und reparieren die Stadt. Dann schauen wir mal zuerst auf unsere Diplomaten. Du machst noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ebenso du. Ja, es ist distanziert mit den Ligurern mittlerweile. Ja, sind sie wieder reserviert. Na gut, ja, das war, glaube ich, nicht schlecht. Interessant, dass Felsina jetzt hier zu Karthago gehört. Nun ja. Dann hier auf dem italienischen Stiefel haben wir nur etwas zu tun mit unserem Arbeiter hier. Hier unsere Einheiten können weiter ausheilen. Die sind tatsächlich fit. Ja, dann bringen wir die mal hierher. Unser General kommt zum Rest der Armee und kann sich dann auch mit einschiffen. Ja, vielleicht sollten wir hier an der Grenze doch auch nochmal ein, zwei Einheiten stehen lassen. Mehr welche, die gut in der Verteidigung sind. Kundschafter, Pfadfinder. Die sind eher angriffsstark. Eigentlich am ehesten diese Einheit.
Ja, komm, die lassen wir ja auch mal stehen für den Fall der Fälle. Dann schicken wir die aufs Schiff. Die ebenfalls. Ihn schicken auch aufs Wasser. Und gut, er kann jetzt nicht, er ist jetzt gerade erst angekommen. Das Schiff ist auch gerade erst angekommen. Okay, aber hoffen wir, dass wir nicht wieder in einen Sturm geraten. Gut, dann würde ich sagen, den Rest unseres Zuges machen wir dann in der nächsten Folge. Wir müssen uns natürlich hier um die Situation kümmern. Die ist jetzt nicht ganz so einfach, ehrlicherweise. Hier haben wir gesehen, haben wir einige Verluste auch erlitten. Aufgrund von Versorgungsproblematiken, das müssen wir uns dann ganz genau anschauen. Ah, und wir sehen jetzt hier, das kann man uns aber nochmal anschauen, das Gebiet von Kolchis allgemein. Und hier ist dann tatsächlich auch persisches Gebiet. Relativ nah dran. Und hier sind auch persische Schiffe. Ja, die sind auch relativ weit gekommen hier im Nordosten. Ehrlicherweise wäre es ja tatsächlich schön, wenn es Krieg zwischen Kolchis und Persien gäbe. Allerdings hätte ich so die Befürchtung, dass die dann vielleicht auch nicht so gut zurechtkommen. Moment, wir hatten noch hier, genau, bevor ich den vergesse, der sollte ja noch nach Karthago reisen. Aber wir können ja mal auf die Diplomatie schauen. Sehr niedrig. Die Hauptsorge unserer Berater, aktuelle Verträge. Wir können das ja mal anfragen. Dann werden wir sehen, wie Kolchis darauf reagiert. Okay, Kolchis Reaktion schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.